Der Differenziator sagt, lasset uns Menschenkinder einen Pakt machen auf der ganzen Erde. Jedes Geschöpf soll sagen, mein Schiedsrichter ist die Majestät Gottes. So ähnlich habe ich da angefangen gestern und ein Junge oder Mädchen, irgendein jüngerer Kommentator, ein Kommentargeber hat geschrieben, du Trottel, du kleiner Narr, beweis mir erstmals, dass es eine Gottheit gibt. Dann sage ich drauf, kann ich heute nicht beweisend eingehen? Wahrscheinlich gar nicht. Niemals. Ich weiß es nicht. Aber es ist die Annahme, die Hypothese manchmal sehr viel wert. Auch wenn du etwas nicht beweisen kannst. Verstehst? Du musst denken, du wärst jetzt Schüler und du hättest einen Lehrer oder einen Professor oder einen Direktor und der würde irgendetwas sagen. Ihr dürft eine halbe Stunde müsst ihr jetzt in der Klasse bleiben, ich muss raus, ich muss in den Konferenzsaal und ihr sollt eine halbe Stunde diese Aufgabe machen oder jene, Mathematik oder sonst was. Und dann dürft ihr, wenn ihr brav wart, selbstständig 20 Minuten Pause machen. Und jetzt denkt ihr, und ihr dürft dann rausgehen und Kakao holen in dieser Pause oder irgendetwas zu euch nehmen. Und jetzt denkt ihr, es würde eine Gruppe, also ein Teil der Jungs nicht folgen und schon vorzeitig rausgehen und alles auffressen im Buffet. Und die anderen würden sich das nicht trauen, weil die Autoritätsperson etwas angeordnet hat, verstehst? Nämlich zuerst eine auf irgendeine Mission auf die Erfüllung bucht, verstehst? Jetzt die zweite Gruppe wird dann benachteiligt, weil die weiß, wenn ich jetzt dem Lehrer, dem Professor gehorche, dann komme ich aber zu nichts mehr, zu fressen, zu keiner Jause, oder dann ist die Kohle nicht mehr hier, verstehst? Und da kommt man dann in Gewissenskonflikte. Wenn ein Teil tut, was er möchte, verstehst? Und der andere Teil fürchtet sonst vor Strafe, verstehst? Und traut sich nicht. Und weiß, ich muss jetzt lernen, komme aber dafür zu keiner Speise und bin dann krank. Verstehst? Und kehre hungrig zurück. Das ist ein bisschen ein Dilemma dann. Jetzt aus dieser Sicht wäre es besser, verstehst? Wenn alle Schüler irgendwo sagen würden, ja, tun wir zuerst, was der Professor gesagt hat und dann gehen wir geschlossen raus. Verstehst? Und so ähnlich ist es auch beim Differenziator im Koran, der da insgeheim das Gleiche sagt wie die Krishna-Gottheit oder die Christenheit-Gottheit. Also, wo jede Religion der Weltreligionen sagt, zuerst gilt es für die Menschen immer eine Mission in Auftrag zu nehmen, das heißt, tut ihr an, was habe ich zu tun, was soll ich tun? Das sagen ja auch alle Philosophen, die Ethikprofessoren, also Immanuel Kant, verstehst? Was darf ich hoffen, was soll ich tun und so weiter? Und wie kann ich dienen? Und dass du das dann versuchst und daraus den Erlös, also die Ernte, verstehst? Das, was du gesät hast, einbringen kannst. Und das so mildgesinnt, dass der andere natürlich auch zu gleichen guten Gütern kommt, weil er ähnliche Bedürfnisse hat, heck wie du. Zum Beispiel der andere braucht auch was zu essen und was zu trinken und er braucht es auch rechtzeitig. Das heißt, wenn du es rechtzeitig brauchst, verstehst, braucht es der andere auch rechtzeitig. Und so ähnlich ist es mit dem Klima auch, verstehst? Wenn du sagen wolltest, ja, du bist für weniger Emissionen, aber du selber willst ganz große Autos und dafür bist du immer jeweils in einem anderen Erdteil, zum Beispiel 300 Millionen Menschen ermorden lassen, verstehst? Oder nicht kommen lassen oder sagst, das ist fremdes Gesindel. Das geht so nicht, verstehst? Und wenn du dann aus dem deutschen Sprachraum glaubst, du bist privilegiert und mit alte Weiber in der Zeitung sagen lässt, ja, das ist alles Volksschultheater, das ist kein Volksschultheater. Das ist ein weltweites Verhandlungsgeschehen der Hoheiten der Erde. Verstehst? Und deshalb ist die Vorstellung, es gäbe eine Ordnung, verstehst? Unter den Geschöpfen, die aber majestätisch hoch angestellt ist, ja jeder zugehorchen hätte, irgendwie vom Vorteil, verstehst? Und man muss denken, wenn du jetzt sagst, mit 13 Jahren kommentarmäßig, was willst denn du, alter Trottel, beweis mir, dass es eine Majestät Gottes gibt, das kann ich natürlich nicht. Aber umgekehrt, wenn du schon mit 13 Jahren so brutal anfängst, verstehst, dann kann es sein, dass du das bis zum 15. Lebensjahr nicht überlebst.
Verstehst?